So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Es war so ein warmer Tag heute. Glaubst du gar nicht, weil die Sonne gerade hinten untergeht. Da möchte ich mir mal ein Eis gönnen. Und zwar habe ich letztens Eispizza entdeckt. Jetzt habe ich die noch nicht probiert. Was ich aber schon probiert habe, muss ich leider sagen, ist dieser Eisburger von Plombier. Denn ich habe Eispizza gesehen, habe die mitgenommen und kurz danach habe ich gesehen, Plombier, diese Firma hier, hat auch einen Eisburger. Wie der aussieht, wie der schmeckt, das möchte ich euch heute zeigen, erklären. Ist nämlich schon ein bisschen her, wir hatten Platzmangel. Ich hatte deswegen diese Packung schon mal aufgemacht, habe die Eisburger so im Kühlregal gelagert und habe die Packung neben das Kühlregal gestellt, also neben unseren Gefrierschrank. Da waren 4 solche Burger drin. Und jetzt ist nur noch genau dieser eine Burger drin. Wer jetzt dachte, das ist ein ganzer Burger, diese ganze Packung, der lag leider falsch. Sieht aber irgendwie richtig cool aus. Ein Plombier-Eis-Burger. Hier steht an der Seite auch nochmal knuspriges Brioche-Bun mit Eis und Himbeersoße. Ihr seht hier das Brötchen, das ist gefühlt wirklich ein richtiges Brötchen, ein Brioche-Bun, das ist auch eigentlich weich. Dann habt ihr Eis mit Vanillegeschmack und ihr habt Himbeersoße. Da wäre ich schon wieder Sandras Papa, der da unten rumfährt und irgendwelche heftige Musik drauf macht. Da sind also 4 Burger drin. Ich mache das jetzt mal hier auf, zeige das dann mal in die Kamera, wie wir hier diesen einen Eisburger noch übrig haben. Mach mal wieder zu. Kennt ihr die Musik? Ist das Freiwild? Ist das Böse Onkels? Ist das was anderes? Ich weiß es nicht, ich kenne es nicht. Das ist auf jeden Fall so Musik, die ich selber nicht höre. Jetzt packen wir den mal hier aus und guckt euch den doch mal an, wie genial der aussieht. Das ist wirklich richtiges Brötchen. Das ist richtiges Brioche-Bun mit, ich weiß nicht, was da drauf ist, irgendwelche eine Mischung an irgendwelchen süßlichen Sachen und Perlen. Dann habt ihr hier, das sieht aus wie eine dicke, fette Scheibe Mozzarella. Das ist aber das Vanilleeis, was als eine Scheibe drauf ist. Und ihr habt dazwischen, wir können es glaube ich leider nicht abziehen. Nee, ist schlecht. Ihr seht hier dieses Rötliche dazwischen. Das ist diese Himbeersoße. Und das finde ich voll cool, denn ihr könnt das so in die Hand nehmen und könntet da theoretisch reinbeißen. Oder ihr nehmt einen Löffel und macht Stück für Stück was ab, als wäre es ein Stück Kuchen. Ich würde es natürlich in die Hand nehmen. Ich würde es wie einen richtigen Hamburger essen. Fürs Thumbnail muss ich das aber auch nochmal irgendwie hier reinhalten, dass ihr seht. Das ist der Plombier-Eis-Burger. Wir haben mal reingebissen. Ihr merkt sofort dieses softe, süße Brötchen. Ich habe sowas noch nie gehabt, ich habe sowas noch nie gegessen. Diese Himbeersoße ist geschmacklich auch gleich präsent. Dann kommt das Vanilleeis, das fährt dir halt voll in den Zahn, wenn du da reinbeißt. Deswegen, eigentlich muss man es ein bisschen stehen lassen, bis das Vanilleeis noch ein bisschen weicher ist, wie eine Creme. Dann könntest du das an der Seite so abschlecken und könntest dann in den Burger beißen. Oder du nimmst es halt wirklich wie ein Stück Kuchen, wie wenn du jetzt zum Beispiel auch Windbeutel hast, die stellst du ja auch manchmal hin, lässt sie da ein bisschen auftauen, beißt dann da einfach rein. Geschmacklich, auch wenn ich nicht der süße Typ bin, muss ich sagen, dass das übelst genial schmeckt. Ich habe schon einen probiert. Marie hat, glaube ich, einen gegessen. Lea hat einen gegessen. Das heißt, ich habe gar keinen probiert. Das heißt, das Muttertier hat einen gegessen, Marie und Lea. Und ich habe bei Marie, weil die ihren, glaube ich, nicht ganz gegessen hat, den Rest gegessen und fand das irgendwie voll cool. Und habe jetzt einen ganzen für mich. Wenn ihr wisst, was das hier ist, was das alles da drauf ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten kann ich noch mal ganz kurz hinten schauen, ob da was drauf steht. Dessert in Form eines Burgers aus Hefe-Feingebäck mit bunten Keksstreuseln, Eis mit Vanillegeschmack und Himbeerzubereitung. Also Keksstreusel, bunte Keksstreusel, die auch leicht knusprig sind und das eben das Ganze so besonders macht. Oh.
Das darfst du eigentlich gar nicht kauen. Du musst da eigentlich wirklich so mit den Zähnen in das Brötchenstück beißen. Und wenn du bei dem Eis angelangt bist, mit der Lippe das so ein bisschen durchschmelzen, abziehen und dann alles lutschen. Denk einfach, das ist Eis, lutsch es einfach und der Geschmack ist wirklich unglaublich. Wenn ihr das kennt, schreibt es rein. Wenn nicht, teste das mal. Das habe ich, glaube ich, im Netto gesehen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich fand das cool. Mir schmeckt das. Das würde ich mir auf jeden Fall nochmal holen. Plombier, Eisburger. Das war es von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.